Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der erste Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga steht an. Und ja, ich bin heiß drauf. Ich hoffe, ihr seid auch heiß drauf. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache nicht den kompletten Spieltag, habe mich jetzt doch dafür entschieden, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, aber vor allem auch, weil ich viel Bock hatte. Einmal vorab noch gesagt, es ist aktuell noch Transferphase, es herrscht nach wie vor die Corona-Gefahr, deswegen es kann immer sein, dass Spieler spielen, die entweder krank sind oder gewechselt sind. Es kann nicht zu 100% die richtige Aufstellung sein. Dann wird hier noch und da noch irgendwas umgetauscht. Ich kann es nicht 100% sagen. Ich versuche mich immer relativ gut zu orientieren, aber in manchen Situationen ist das einfach nicht 100%ig möglich. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit dem Gelaber. Los geht's, viel Spaß und vielen Dank auch fürs Reinschalten. Bevor es gleich wirklich losgeht, noch ein kleiner Zusatz. Ich habe leider ein bisschen was bei der Aufnahmespur der Spiele verkackt. Das heißt, der Spielsound ist extrem asynchron. Also mein Kommentar ist wieder synchron, aber im Hintergrund, wenn ein Tor fällt, dann rasten die Fans nicht aus. Das ist alles irgendwie ein bisschen verschoben, wird nächstes Mal nicht mehr vorkommen. Ich wollte nur sagen, damit ihr euch nicht wundert. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es geht wieder los mit der zweiten Fußball-Bundesliga und der FC Schalke 04 und der HSV im Aufeinandertreffen. Es ist eine unglaubliche Paarung für die zweite Fußball-Bundesliga. Ein Auftaktspiel, das es in sich hat. Der HSV in den weißen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links mit der guten Anfangsphase. Und da hat direkt Neuzugang Jonas Meffert die Doppelchance. Aber er scheitert am Torhüter der Schalker an Martin Freisel und im Nachschuss an Flick. Ja, Freisel kurzfristig verpflichtet aufgrund der Erkrankung von Ralf Herrmann. Aber der HSV hatte hier eigentlich in der leichten Underdog-Rolle die deutlich bessere erste Hälfte. Reis mit dem Ball am Fuß sieht Robert Glatzel. Das Zusammenspiel zweier Neuzugänge. Robert Glatzel und wieder Freisel. Was für eine Parade und eigentlich hätte es schon die Führung sein müssen für den Hamburger Sportverein, aber der FC Schalke 04 hatte Glück und vor allem auch Freisel im Tor. Knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel, nun auch die Königsblauen über die rechte Seite, viel Platz für Ranftl, setzt sich da auch gut durch, legt quer und wer macht es? Natürlich Simon Terodde vom HSV gekommen, geht wieder auf Torejagd. Will sich die Torschützenkrone holen am Ende der Saison und markiert das 1:0. Stand zur Pause dann auch dementsprechend. Der FC Schalke 04 davon beflügelt, spielte nun im zweiten Durchgang deutlich besser und selbstbewusster. Viktor Pálsson, 54. Spielminute, auch dort fehlte nicht sonderlich viel, wirklich unfassbar viele Neuzugänge. Auf dem Feld auf beiden Seiten wurde ja ordentlich durchgemischt. Als Absteiger aus Königsblauer Sicht ist das sicherlich nicht überraschend. Der HSV aber auch wieder sehr viel umformiert. Wieder Schalke. Bülter beliefert Simon Terodde. Der macht einfach dort weiter, wo er aufgehört hatte. 57. Minute 2:0. Doppelpack Simon Terodde gegen seinen Ex-Club. In der zweiten Liga, dort fühlt er sich einfach gut. Der HSV konnte jetzt nicht mehr viel entgegensetzen. Schalke geriet so richtig ins Rollen und jetzt kann man auch sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung es gehen könnte, wenn es erstmal so richtig butterweich läuft. 3:0, Marius Bülter, die Entscheidung hier zum Auftakt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der HSV in der ersten Halbzeit mindestens mal auf Augenhöhe, aber sie haben einfach die Treffer nicht erzielt und so gewinnt dieses Duell der FC Schalke 04. Der SV Darmstadt gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstagmittag. Für beide Mannschaften eine sehr offene Saison. Man weiß nicht, wohin es gehen kann. Darmstadt ist immer eigentlich für Überraschungen gut. Regensburg wird wieder Richtung Klassenerhalt tendieren. Da hatte man sich den endgültig erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison geholt.
Und auch hier merkte man, dass Darmstadt etwas ambitionierter war, hatte hier dann durch Honsack auch mal zwischendurch eine Möglichkeit. Es war jetzt wirklich kein grandioses Fußballspiel, wenn aber mal was Gefährliches zustande kam, dann von den Lilien. Eckball von der linken Seite im Anschluss an diese Aktion, da kommt dann auch Sobig an den Ball, 44. Minute. Lasse Sobig einige Stationen auch in der zweiten Bundesliga schon durchlaufen, ist mit seiner turmhohen Größe sicherlich gut für das ein oder andere Kopfballtor, den setzt er allerdings zu hoch an. 0:0 nach 45 Minuten, schmeichelhaft für den SSV Jahn, der bis dahin nichts aufs Parkett brachte. Dann wurden sie aber besser, die Gäste, sie spielten sich ein. Moritz mit dem Ball auf Zempelin, der hat relativ viel Platz, wieder Moritz am Ball mit der Hacke zu Zempelin und der fackelt da nicht und haut drauf. 55. Minute, 1:0 für Regensburg, vollkommen aus dem Nichts, aber wenn man im Strafraum nicht angegriffen wird, denkt sich Zempelin, dann mache ich das Ding halt rein. Stunde gespielt, wieder Regensburg, Guevara, Becker. Starker Kopfball nach guter Flanke, dann Marcel Schuhn aber zur Stelle, wehrt den mit dem Fuß ab. Aber die Lilien fanden nicht mehr rein. Regensburg machte das mittlerweile überragend gut mit der Führung im Rücken. Und Darmstadt hatte dann diesen Fehler auf dem Fuß. Becker, Singh, 0:2, 85. Minute. Die Entscheidung für den SSV Jahn. Das Spiel nach 45 Minuten eigentlich komplett dann auf den Kopf gestellt. Und so gewinnt der Gast aus Regensburg überraschend mit 2:0. Der SV Darmstadt hätte sich sicherlich den Auftakt in dieser Saison ganz anders vorgestellt. Der SC Paderborn musste den Trainer wechseln. Der 1. FC Heidenheim steuert in eine unfassbare Serie an Saisons in Folge mit Frank Schmidt als Trainer. Und das bewährt sich in den letzten Jahren eigentlich regelmäßig hier, aber war der SC Paderborn die Mannschaft mit dem besseren Auftakt. Dennis Rebeni im Nachschuss bekommt da den Ball über die Torlinie, scheitert erst an Kevin Müller. Der Nachschuss, der sitzt dann aber. Und der SC Paderborn machte es weiterhin richtig gut. Platte zu Collins, der nicht im Abseits, dreht sich da ein paar Mal. Rebeni, Schallenberg, super Kombination und 2:0. Sven Michel in der 36. Spielminute. Der 1. FC Heidenheim hatte sich viel vorgenommen, konnte aber noch nichts aufs Feld bringen. So ging es mit dem 0:2 Rückstand in die Pause. Etwas mehr als eine Stunde gespielt mittlerweile. Der SC Paderborn weiterhin freudig. Srebeni 0:3, aber so richtig groß kommt das Jubel nicht auf. Das war eine deutliche Abseitsposition. 62. Minute. Ansonsten hätte es das vielleicht sogar schon sein können. Der 1. FC Heidenheim, er fand einfach noch nicht rein, ist hier aber dann ein klarer Meter, den Srebeni im Abseits steht. Heidenheim lief die Zeit davon. Vielleicht ja mit einer Standardsituation reingebracht. Sehr gut reingebracht und gut vollendet von Tim Kleindienst. 84. Minute, ja. Kleindienst, der Rückkehrer, letzte Saison schon wieder ausgeliehen gewesen. Aber mehr als dieses Anschlusstor wurde es nicht. Heidenheim verliert mit 1:2 gegen den SC Paderborn, ist hier einfach viel zu spät aufgewacht. Dynamo Dresden ist zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga, ebenso wie der FC Ingolstadt. Wir haben also ein waschechtes Aufsteigerduell. Diese beiden Teams im Aufeinandertreffen am ersten Spieltag. Wer hat die Sommerpause besser genutzt? Zunächst die Schanzer mit sehr gutem Beginn. Dennis Eckert, Ayensa, hier war zwar schon eine halbe Stunde gespielt, aber diese Führung hatte sich schon über eine Weile dann angedeutet. Dynamo Dresden hier vor heimischem Publikum etwas unter Druck, etwas nervös. Erster Durchgang aber noch. Dynamo wollte noch antworten vorm Pausenpfiff. Königsdörfer und Stark! Sehr guter Abschluss. Yannick Stark, der hat einen ordentlichen Huf. Den packt er hier auch aus. Der zentrale Mittelfeldmann. Buntic allerdings mit einer guten Parade hält das 1:0
für die Gäste fest, mit dem es dann auch in die Katakomben ging. Dennis Eckert Ayensa, bislang der Torschütze des Tages. Zweiter Durchgang, der FC Ingolstadt wieder aktiver. Hawkins kommt erst nicht durch. Knipping, was macht er da? Setzt sich selbst unter Druck. Was für ein Fehler. Ayensa passt auf. Hawkins mit der Flanke und Rico Preisinger mit dem 0:2. 56. Minute. Was für ein Fehler von Knipping. Das darf einem so erfahrenen Mann natürlich nicht passieren. Somit eine unfassbar große Aufgabe jetzt für die Gastgeber im Rudolf-Habig-Stadion. Ingolstadt hörte aber auch nicht auf und machte weiter mit gutem Offensivfußball. Flanke von Franke auf Kutschke, 74. Minute, 0:3. Jetzt wurde es wirklich heftig. So groß waren die Qualitätsunterschiede eigentlich nicht. Aber Ingolstadt in den entscheidenden Momenten einfach frischer zwischen den Ohren. Dynamo aber nochmal angepeitscht von den Fans. Heinz Mörschel, 1:3, 82. Minute. Zumindest der Ehrentreffer. Mehr wurde es nicht. Ein unbefriedigender Auftakt für Dresden. Ingolstadt spielt aber auch richtig gut auf und holt so die ersten 3 Punkte. Dynamo Dresden hingegen eben mit 0 Punkten am ersten Spieltag. Die Fans des FC Hansa Rostock haben lange auf den Moment warten müssen. Jetzt wird im Ostseestadion wieder Zweitliga-Fußball gespielt und präsentiert. Zu Gast der KSC, ein Traditionsduell, also am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga, wovon es ja so viele gibt in dieser Spielzeit. Die Korge mit der ersten Möglichkeit, Freistoßsituation aus 26 Metern, keine wirklich unattraktive Position, und Verhoog macht das, bringt den Ball auch nicht so schlecht auf das Gehäuse, aber Marius Gersbeck beim KSC zwischen den Pfosten, der hat bewiesen in der vergangenen Spielzeit, was er für eine überragende Qualität in der zweiten Liga an den Tag legen kann. Rostock aber gut drauf. Schärf. Die Flanke kommt nicht durch. Löhmannsröben setzt aber nach. Dann aus der zweiten Reihe der Versuch. Schwer, den so aus der Luft zu nehmen. John Verhoog trifft den nicht optimal und Kobalt eventuell noch mit der Fußspitze dran. Rostock nochmal vor der Pause. Rich Munsi legt quer. Rosbach völlig frei. Und mit dem 1:0. 37. Minute. Damian Rosbach. Auch mal im Trikot des KSC aufgelaufen. Sehr befriedigendes Ereignis für die Fans des FC Hansa Rostock. Nach 45 Minuten stand die Pausenführung. Und der KSC, teilweise wirkte er defensiv sehr, sehr aufgeschmissen. Nick Omladic muss hier eigentlich das 2:0 machen. Hat viel zu viel Platz und viel Zeit dann auch. Tolle Parade von Gersbeck, der seine Mannen hier im Spiel hielt. Die Elf von Christian Eichner, sie musste jetzt langsam mal kommen, aber bis dato weiterhin nur die Mannschaft von der Ostsee. Und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier das zweite Tor fallen sollte. Schärf versucht es. Der Kopfball aber geht am Tor vorbei. Ein knapper Meter ist das am Ende. Und plötzlich konnte der KSC nochmal Morgenluft schnuppern. Kaufmann, Gondorf, Hofmann zu Fabio Kaufmann. 1:1, 68. Spielminute. Verdient war das überhaupt nicht. Aber darüber beschwert sich beim KSC keiner. Kaufmann, der Neuzugang, von Eintracht Braunschweig gekommen, markiert das 1:1 und damit auch das Endergebnis. Neuzugang Hanno Behrens beim FC Hansa nicht ganz zufrieden, trotzdem, das war ein guter Auftakt. Spitzenspiel am Samstagabend in der zweiten Fußball-Bundesliga, neue Anstoßzeit, und der SV Werder Bremen bekommt es mit Hannover 96 zu tun. Ein klangvolles Duell in der zweiten Bundesliga, hat man das noch nicht allzu oft, wenn überhaupt jemals, gehört. Und der Gast aus Hannover, er hatte eine richtig gut aufgelegte Mannschaft auf dem Feld. 12. Minute, Dominik Kaiser von Toprak verfolgt. Im Kasten beim SVW
Capino, der sich hier auszeichnen kann. Hannover weiterhin besser. Kaiser aktiv Boston. Meiner zurückgelegt zu Kaiser und der Ball ist im Tor. 22. Minute. Das hochverdiente 1:0 für die Gäste. Wer hätte das gedacht, der Absteiger vom SV Werder Bremen. Er hatte richtig Probleme hier im Weserstadion. Vor der Pause dann aber mal diese Chance. Ron-Robert Zieler mit der Parade. Rückkehrer kann hier gegen Johannes Eggestein aber den Ball parieren. Zum Eckball, aus dem resultierte nichts. So stand es nach 45 Minuten 0:1. Extrem unbefriedigend für den SV Werder Bremen, der sich einiges vorgenommen hatte. Aber Hannover spielt hier wirklich gut auf. Durchgang 2. Sebastian Kerk zu Hult. Kann zu lange den Ball am Fuß haben. Und Marvin Ducksch zielt auf 2:0. Aber Capino wieder mal dazwischen. 56. Spielminute. Der hätte perfekt neben dem Pfosten gepasst. Starke Tat vom Werder Keeper. Was war mit dem SVW? Da musste langsam was kommen. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch zu spielen. Und dann kamen sie auch mit Sargent und Eggestein. Sargent! Irgendwie behält er als einziger den Überblick. 75. Minute, das 1:1. Dreimal kommen da die Hannoveraner noch zwischen. Aber am Ende ist der Ball doch im Tor. Nochmal Hannover. Nochmal Hannover! Und doch der Auswärtssieg. 90. Minute, Lindenmeiner mit dem 2:1. Unglaublich setzt sich dagegen Felix Agu im Kopfballduell durch. Den platzierte aus 14 Metern. Super im Eck, da ist für Capino nicht zu halten. Der Last-Minute-Treffer. Er schockt den SV Werder Bremen am ersten Spieltag. Nicht mal einen Punkt können sie sich hier sichern. Hannover 96 ist nach diesem Spieltag erstmal richtig oben auf. Nordduell zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel. Die Störche, die knapp gescheitert sind in der Relegation, zu Gast beim FC St. Pauli. Eine der besten Rückrundenmannschaften der letzten Saison. Aber hier die rot gekleideten Gäste mit dem Start par excellence. Fabian Reese mit dem 1:0. Überrascht da die St. Paulianer Defensive. Die muss sich erstmal hier dran gewöhnen. Die Braun-Weißen aber dann nach vorne sowieso immer gefährlich. Daniel Kofi Tschiere und Ausgleich. 23. Minute, ein richtig munteres Duell. Offenes Visier, Defensive zweitrangig, Offensive steht vollkommen im Fokus. Das sah man hier beiden Mannschaften an. 1:1, also nach 45 Minuten, und es ging im zweiten Durchgang sehr gut weiter. Diesmal der FC St. Pauli mit dem ersten Akzent. Chere, Guido Burgstaller, dieser Pass, Eras, was für ein Fehler, den nimmt sich Rico Benatelli zum Anlass, das 2:1 zu erzielen. 50. Minute, Partie gedreht, aber die Störche lassen sich von sowas natürlich nicht wirklich beeindrucken. Jan Fiete ab, Doppelpass mit Eras, 2:2. Eras bügelt seinen Fehler wieder aus. Jan Fiete ab. Mal beim HSV gewesen. Vielleicht ein etwas spezielleres Tor noch für ihn. Aber er markiert den Endstand. Ein verdientes Remis. Sehr hochwertige Partie. 4 Tore gleichmäßig verteilt. Der erste FC Nürnberg möchte sich Stück für Stück wieder oben an die Spitzengruppe ranrobben. In den letzten Jahren war es ja mal zwischendurch richtig holprig, dann stabilisierte man sich und so langsam möchte man wieder in Richtung Tabellenhälfte Nummer 1 blicken. Dazu müsste man eine stabile Saison spielen. Gegen Aue ist da ein Sieg am ersten Spieltag Pflicht und Robin Hack in der 4. Minute steht genau goldrichtig. Möller Deli fest verpflichtet, setzt den Ball noch an den Pfosten. Hack staubt ab. Aue hatte Probleme. Der erste FC Nürnberg richtig gut. Hack zu Mats Möller-Deli. Das 2:0
hätte hier fallen können, fast fallen müssen, doch Martin Mennel, der so alterfahrene, der macht es hier gut und verhindert die doppelte Führung. Und dann Aue. Wie aus dem Nichts zum Ausgleich. Ben Solinski in der 37. Minute, wo auch immer das jetzt plötzlich herkam. Nürnberg einmal unachtsam in der Defensive. Schwupps stand es 1:1 und der Treffer von Hack wurde erstmal egalisiert. Doch der Club, er war so spielbestimmt, er schüttelte es einfach ab und machte weiterhin ein Top-Spiel. Mats Möller-Deli, Johannes Geis und Robin Hack, Doppelpack. 64. Minute, Nürnberg wieder in Führung zum zweiten Mal in dieser Partie. Da ist dann auch Martin Mennel machtlos. Und kurz darauf Kraus an den Pfosten, Robin Hack nicht im Abseits. Abstauben heute kann er auch. Zweimal den Ball über die leere Torlinie drücken und einmal ist gut gemacht. 3:1 der Endstand, vollkommen verdient und ein Statement von Seiten der Klubberer. Der SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf, das 9. Spiel des Spieltags. Sandhausen in den weißen Trikots, da ist mal wieder viel durchgemischt worden, vor allem Kevin Behrens, der Abgang tut weh, dafür hat man einen neuen dazu bekommen und das ist, er tritt gleich in den Fokus, Pascal Testroth. 7. Minute, 1:0 Sandhausen, der Neuzugang, er schlägt direkt zu Kastmeier, sieht nicht so gut aus, Testroth von Aue gekommen, beweist hier direkt mal seine Qualität. Und Düsseldorf wirkte völlig überrumpelt, hier noch gar nicht richtig drin in der Partie. Wieder Sandhausen, Suku, Sebio Suku, zu Testroth, Senga, Testroth 2:0. Was war hier bitte los? 20. Minute, Fortuna Düsseldorf völlig von der Rolle. Es war tatsächlich nicht so richtig nachzuvollziehen, was hier los war mit der Fortuna. Aber dann wurde es besser. Sobotka, Schinter, Appelkamp. 34. Minute, bis dahin Düsseldorf offensiv vollkommen blass geblieben. Eine gute Aktion und schon schließen sie an. Die Hoffnung war also wieder zurückgekehrt, aber sie mussten eben noch weiterhin diesem Rückstand hinterherlaufen. Sie hatten noch 45 Minuten Zeit und diese wollten sie nutzen. Diese 45 Minuten, Pripp mit der Balleroberung. Ruven Hennings zu Felix Klaus. Eigentlich ein sehr spitzer Winkel, das macht ihm aber nichts. Und so wird Dreves überwunden. Sieht nicht so richtig glücklich aus in der Situation. Wieder Düsseldorf. Sobotka. Ruven Hennings. 64. Minute. 3:2 für Düsseldorf. Was für eine Partie. Nach 2:0 Rückstand. Ein Ausrufezeichen am ersten Spieltag. Denn danach passierte nichts mehr. Düsseldorf gewinnt mit 3:2, Sandhausen ist gut gestartet, ließ dann aber stark nach und muss sich mit 0 Punkten begnügen. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und adios.